Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei 19 noch viel Marsch und so 2.6 Produktion 2.9. Ja, wie gesagt, gestern habe ich mich entschieden, wir werden jetzt Gras aussehen und zwar auf Feld Nummer 12. Da ja die anderen Grasfelder wieder zu geteilte Felder werden, aufgrund der Fruchtfolge, werde mal zuerst auffüllen. War Dünger und Saatgut, weil mit Gras denken wir ein bisschen mehr brauchen. Kann auch sein, nicht so ist. Aber jedenfalls fülle ich auf, falls das ist ja ein recht großes Feld. Ne? Dann noch ein Dünger Big Bag. Dünger ist voll, ne? Das passt. Ja, der fährt gerade noch ein bisschen Raps zu Dieselproduktion. Und ein weiterer Fahrzeug fährt Mist. Mist und andere fährt noch Kies für Zementwerk. Da haben wir jetzt auch, da Zementwerk ja schon länger dasteht, hatte ich mal gebaut wegen. Jetzt kann man nicht drauf für die Brücke und das ist ja nun fertig und ich hatte jetzt mal Zeit gehabt, das mal wieder zu aktivieren. Das heißt, beliefert mit Rohstoffen. Und das hat mir so vorgenommen, ne? Gut, da steht ein bisschen ungünstig hier, aber gut, oft oder nicht so groß. Und der holt mir die Gärreste für die Düngefabrik, ne? Also, ihr müsst euer Pflaster mal bei Gelegenheit. Ja, das Gras wächst auch nicht so richtig. Trockenheit, was sagt Wetter eigentlich? Ne, also Raps, Einsaat könnte man noch machen. Na, wir haben genug Raps drin jetzt. Ja, heute Regen, ne, einen kleinen Schauer, ne, aber gut. Und dann am Donnerstag wieder, also morgen. Und dann Sonne, Sonne. Und dann Sonntag mit Sturm und ja, Regen. Gut, das lange hin. Ja, unsere Felder, die brauchen dringend Wasser. Also das ist ja, glaube ich, die Feuchtigkeit bei 7%. Ein bisschen Unkraut. Und da habe ich gespritzt. So. Ich hoffe, dass der Ton nicht so laut ist. Traktorenmäßig. Feld 12, da müssen wir jetzt rechts fahren. Ne? Ja, ich habe Attacke wieder deaktiviert. Ich habe mal ganz kurz probiert. Hat teilweise funktioniert, aber mittlerweile stelle ich fest, hatte ich hier sofort gemerkt, na, hier funktioniert das gar nicht. Da sehe ich nur die Motorhaube und den Rest Straße, das ist fertig und gut. Ja, dann mal schauen wir uns der Bodenwert an, sagt. Also da gab es ja hier bei Personal Farming ja ein Update. Damit behoben. Fand nur ganz vorsichtig. Irgendwas mit Gras. Es haben viele geschrieben, dass nach einer zweiten Ernte kommen wir da durch. Nee. Und ein Rad wieder, ne? Das wird jetzt schwierig. Könnt mir ja sagen, okay, machen wir das Ding weg, aber wenn die Brücke weg ist, gut, dann wollen wir Terraforming machen, ne? Aber wir können ein bisschen besser fahren, das ist ja auch an sich kein Problem, ne? Ja, hier machen wir Gras, auf 13 werden wir nächstes Jahr Raps, Dings machen. Sag schon, Tabak. Weg Unkrautbekämpfmittel, ne? So, Kursgenerierung, Feld 12, Vorgewende Nummer 2, können wir so lassen, wir können auch 20% nehmen, dann brauchen wir, oder wir können, scharf ist mein Problem in Ecken, ne, das ist immer blöd, das erste Mal scharf ungünstig, nächstes Mal könnten wir ja weich nehmen, ne? Aber machen wir 20%,
Das ist immerhin bei den Schaf ist es ja, der Ecken ist ungünstig, ne? Obwohl, man könnte mal probieren, ne? Wir müssen halt eingreifen ab und zu mal. Alle haben wir eine saubere Arbeit, ne? Normal. Scharf. Dann können wir auch drei Vorgewände machen, wenn schon dabei sind. Das sieht man beim Wenden ist ein bisschen leichter für ihn. Ne? Also der Moni wird weit zurückfahren, dann machen wir vier. Ja. Sonst brauchen wir so lange beim Hin- und Zurückfahren, ne? Beim Rückwärtsfahren. Ne? Und so kann er aktuellen Punkt sofort irgendwie was tun. Ne? Ja, Unkraut ist hier auch schon da, aber das kommt mir jetzt unter. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Nur im späteren Verlauf. Halt eingreifen. Jetzt wird es weggehen. Guck mal kurz rein. 9. Ja, also hier ist klar. Dann müssen wir mit Kalk nacharbeiten, sicherlich. Ne? Feld 12, also um F1 gehen. Da knallt der 580 Kilogramm Hektar drauf. Ja. Hier gibt es ja noch nur in Anführungszeichen zwei Sorten. Also Stickstoff. Letztendlich, wenn man ja auf Kalkdünger ist, eigentlich nicht normalerweise. Ne? Das ist ja eher so eine Bodenaufbewässerung, dass wenn es mal zu sauer ist. Also Raps geht da rein. So, Gras ist eingestellt, Gott sei Dank, das hätte ich mir gar nicht vergessen. Und jetzt kann er ein bisschen arbeiten. Dünger hätte man vor mit Dings arbeiten können. Ne? Mit Gärreste hätte man, ne? Nun zu spät. Nun lasse ich mal arbeiten mit Kunstdünger. Nacharbeiten brauchen wir nicht, das passt anscheinend. Dann werde ich mal gleich mal mit Kalken vorbereiten. Na, geflügt werden muss nicht. So. Ach, hier war mal gewesen, ne? Gucken wir mal hier. pH-Wert. Jetzt befällt immer 12. Das sind jetzt 21 Hektar und Mineraldünger schon 13%, also klar, geht was drauf. Und Saatgut, Kraftstoff, das wird genau aufgelistet, ne? KI-Kräfte, kostet 40 Euro und Gesamt bisher Minus. Aber wir haben jetzt mal angefangen, ne? So. Stickstoff ist klar, das ist, ne? Knallt da viel drauf und der Trag logisch noch blau. Boden von Sand bis Lehm, alles dabei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehm am besten Ertrag bringt, ne? Oder lehmiger Sand. Der schluffige Ton ist eher nicht so optimal. Aber gut, das ist mal eine Geschichte. Vorbereiten für Kalk. Wie lange braucht der Bursche? 1 Stunde 11. Puh, das ist lange. Gut, nächstes Mal so ein großes Feld mit zwei Fahrzeugen arbeiten. Ich springe mal zurück zum Gehöft. Und zwar, nein, ich wollte nur hinspringen. Wegen Kalken. Den K2 oder den? Der ist schneller. Den werden wir auffüllen und der kann normale Bereifung kriegen, also normale Bereifung. Weil mit der Fläche ist Pflegebereifung nicht notwendig. Normalerweise, so will ich das handhaben, dass wir es am Anfang den Kalk gleich hinterher knallen. Weil wenn er die Frucht drauf hat, der kann er automatisch auswählen, dann macht er Frucht. Und da war ja Kalk, da die noch nicht gewachsen ist, können wir nichts zerstören, also können wir normale Reifen nehmen. Und später beim Düngen, für Düngen haben wir eine andere Fahrzeuge. Das ist noch so ein Kalkstreuer, glaube ich. Erstmal reparieren. Und dann nehmen wir halt für Pflegebereifung, ne? Wenn wir jetzt im zweiten Mal düngen müssen, weil was fehlt,
Ja, dann gehen wir mal mit Pflegerechnung drauf, ne? Ja. Ich wollte den Anhänger noch mal machen, ne? Das ist ja realistisch, an der unser Rapsfahrer kommt. Das finde ich ja schön, ne? Dass wir so eine Arbeiten halt delegieren können, ne? So, wir machen jetzt Standard. Freiheit. Aufbau. Also wir gucken, dass wir es wieder so einstellen, ne? Gut. Gut, das passt. Auffüllen werden wir ihm beim Na. Ach so, hier an der BGH. Weil da brauche ich, glaube ich, Kalk 2. Denn dann haben wir gleich das entsprechend Raum und Gewicht. Na, dem Fall nicht. Weil der sollte ja Kalk alleine nachholen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Denn das müssen wir ja nicht auch selber machen, ne? Dafür haben wir ja entsprechend diese KI-Helfer, ne? Blocking Mist. Wieder Mist voll, ne? Ja. Ist ja halt so, ne? Aber Gras, da muss erstmal in aller Ruhe fertig werden. Heißt, eine Stunde. Hier habe ich schon mal 5. Ja, da können wir morgen kalken. Das passt schon. Jetzt hätte ich mit 2 Düngefahrzeugen arbeiten müssen, ne? Hätte, wäre nicht, ne? Aber wir bereiten mal vor, dass wir gleich losgehen können, morgen früh. Im Dunkeln wollte ich eh schlafen, ne? Aber das haben wir heute noch ein bisschen Zeit für. Ich wollte das nur entsprechend hier einstellen, dass wir gleich... oh, jetzt auch... Also, achso, das war eh weg gewesen. Ja, leider kann ich seine Livestream nicht mehr verfolgen. Zeitlich gesehen nicht wegen Twitch. Twitch ist aber egal. Da kann ich auch gucken. Aber was mir fehlt, ist die Zeit. Und zwar entweder bin ich auf Arbeit oder ich habe Frühschicht. Und dann habe ich dann bin ich schlichtweg zu müde, ne? Das ist eher das andere Problem, ne? Denn wenn ich früh um 3:30 aufstehe, dann ist für mich 7:45 der Livestream eigentlich zu spät, ne? Also geht ja ein bisschen länger, gut eine halbe Stunde oder eine Stunde würde vielleicht funktionieren, aber oft bin ich dann schon so müde, auch bedingt, dass ich jetzt im Prinzip Aufnahmen mache, dass ich dann nachher ja nee, dann mache ich keine Aufnahmen. Quatsch. Also wenn er jetzt theoretisch einen Livestream macht um 7:45, dann bin ich eigentlich schon in der Falle, weil ich entsprechend aufstehen muss. Habe ich nachmittags entsprechend Aufnahmen gemacht und dadurch habe ich dann keinen Mittagsschlaf gemacht und dadurch bin ich halt müde, ne? Und das bringt mir nichts, wenn ich jetzt theoretisch das ist der Modus für Kalk holen, ne? Also wir beladen Kalk nicht, und zwar Feld, das ist Feld 12, da wo der Kalkfahrer hinfahren soll, beladen Kalk, Kalk, ja, passt, dann kann er sich alleine holen, ist eingestellt, fertig, dann kann er hierher fahren und beladen Kalk 2, sonst fährt er zum Haupthof, das geht auch, aber ist kürzer.
Immer ein bisschen darauf aufpassen, dass man nicht so einen weiten Wege fährt, ne? Ja, dann kann er hier wieder zurückfahren zum Feld. Und der ist aber laut, der Traktor. War er immer so laut gewesen? Das ist okay, 2. Eingestellt eigentlich, ne? Mal gucken wir. Fahrzeuge 10%, habe ich schon. Laufstärke von mir. Kann ich ein bisschen weniger machen? Kann ich. Aber entscheidend ist aber euch, wie es ankommt, ne? Zum einen sollte ich zu verstehen sein. Und zum anderen ein bisschen Zaun soll schon da sein, ne? Ganz ohne ist auch blöd, ne? Wenn man nichts hört. Blocking Keys, ist er voll? Das ist schlecht. Was mache ich mit dem Rest Keys? Juckt Nase. Ja, da muss ich mal einen Sand. Das ist blöd. Genau, was mache ich mit dem Keys? Aber den fahren wir hin zum Feld. Und lass ihn da mal stehen, ne? Ja, außer dauerte lange. Wird lange dauern, aber ist ja auch so. Müsste mir eigentlich anzeigen, es ist kalt, aber das ist ja nicht tragisch. So, ich da anfahren. Da würde man jetzt entsprechend machen können, ne? Aber gut. So, Blocking. 18 km und Dünnerfahrzeug oder so, der hat 59%. Da sehe ich schon kommen, dass wir hinfahren müssen. Ich habe ja eigentlich ein zum Nachfüllen und Fahrzeug da. So. Bei der ersten Runde hat schon 50% Dünger weg. Fast. Das ist heftig. Aber er macht ganz gut hier, ne? Er fährt nicht zurück, ne? Gut. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir jetzt zum Hof gehen. Und uns da um ein Fahrzeug kümmern für Nachfüllen für Düngerfahrzeug, ne? So, da haben wir auch schon gefunden. Zuschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Bitte ausatmen, Feld Nummer 12, Gras. Tschüss, ciao. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Ne? Tschüss. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Ganz wichtig. Tschüss.